Wir werden auf jeden Fall auch zocken, aber es gibt ein Thema, worüber ich mit euch, nicht zu euch, sondern mit euch sprechen möchte, und das ist der aktuelle Activision-Skandal. Meiner Meinung nach der größte Skandal, den wir bisher in der Spieleindustrie oder Gaming-Industrie jemals gehabt haben. Also, bei Activision ist Folgendes passiert. Das ist das Heftigste und dann gehen wir ein bisschen runter. Es ist ein riesiges Thema, Leute. Das ist nicht so einfach, alles gebündelt euch zu erklären. Bei Activision hat sich eine Mitarbeiterin von Activision vor kurzer Zeit selber das Leben genommen. Diese Mitarbeiterin, das ist jetzt bewiesen nachgewiesen, ist unter anderem mit ihrem Abteilungsleiter zu einer geschäftlichen Reise geflogen. Das ist ja ganz normal, dass dann Assistentin mitkommt, Mitarbeiterin, sonst was. Die ist von ihm sexuell angegriffen worden. Er hat heimlich von ihr unter der Dusche oder sonst wo im Hotelzimmer Nacktbilder gemacht und hat diese Nacktbilder, und dieser Abteilungsleiter bei Activision ist einer der höchsten Tiere dort, hat Nacktbilder von dieser Kollegin oder Angestellten, Schutzbedürftigen gemacht und hat diese Bilder in Activision WhatsApp-Gruppen geteilt. Und jetzt kommt es: kurze Zeit später war Weihnachtsfeier bei Activision und die haben immer so Weihnachtsfeiern in den Gruppen. Und diese Nacktbilder, die er von der gemacht hat, heimlich, sie wusste ja nichts davon, hat dieser Abteilungsleiter auf der Weihnachtsfeier, wo hunderte Kollegen anwesend waren, auf so einer großen weißen Flatscreen, auf so einem Whiteboard anzeigen lassen. Mit Absicht. Während, ich weiß nicht, 100 Kollegen da waren, 50 Kollegen, 80 Kollegen. Das heißt, die aufgenommen wurde, war auf der Weihnachtsfeier mit den Kollegen, mit den Vorgesetzten, und er hat, weil er es witzig fand, diese Nacktbilder vor der kompletten Öffentlichkeit dort auf dieses Whiteboard getan, heimlich, und irgendwann konnten plötzlich alle sehen, dass da diese Bilder zu sehen waren. Genau, von diesem Mitarbeiter gibt es sogar eine World of Warcraft-Figur und die Leute verlangen jetzt, dass der Name geändert wird. Und diese Frau hat das Ganze psychisch so mitgenommen, und ihr müsst euch das vorstellen, Leute, ihr seid da auf einer Weihnachtsfeier, ihr seid da mit euren Arbeitskollegen, mit Freunden, ihr trinkt was, ihr habt Spaß. Jeder von euch kennt eine Weihnachtsfeier. Es ist eigentlich eine Zeit, wo man so ein bisschen auch unter Angestellten und Kollegen ein bisschen zusammen ist, mal Arbeit fallen lässt, einfach mal aus sich rauskommt. Und die hat natürlich mit nichts gerechnet. Die hat sich schon über den beschwert, weil er sie wohl sexuell irgendwie angegangen ist und alles. Also bei denen, das ist jetzt rausgekommen, das ist nicht ein Einzelfall bei Activision und Blizzard, sondern Dutzende Mitarbeiter sind mittlerweile bei der Behörde gewesen und haben Beweise dargelegt, anzügliche Bilder, anzügliche Nachrichten, all solche Sachen. Und das Kernproblem dort ist Männer und Frauen. Und nicht Frauen sind das Problem, sondern die Männer gerade in den höheren Positionen bei Activision. Und das geht bis zu Bobby Kotick hoch, der genau Bescheid wusste, was passiert, haben dort bis heute die Frauen behandelt, als wenn die irgendwas zweiten Grades von Wert wären. Und diese Bilder, diese Nacktbilder mit all dem und dem Gelächter der Kollegen hat diese Mitarbeiterin dazu gebracht, dass sie sich selber, und die war, ich glaube, Mitte 30 oder so, die hat sich selber das Leben genommen, Leute. Im blühenden Alter, als gesunder Mensch, weil sie psychisch damit nicht mehr zurechtkam. Sie wusste, jeder lacht sie aus, ihr Leben lang. Die Leute nehmen sie nicht mehr ernst. Sie haben sie nackt gesehen, alles Mögliche. Das war der springende Punkt im Prinzip. Das war der springende Punkt, weshalb dieses Thema überhaupt so groß geworden ist jetzt. Und diese Lawsuit, das heißt diese Klage von dem amerikanischen Bureau of, wir können uns das mal angucken, greift aber noch ganz andere Sachen auf. Das heißt, wenn man es ganz, man kann es nicht einfach in einem Satz erklären, aber bei Activision und Blizzard, das kann ich euch so sagen, ist nicht nur die Scheiße am Dampfen, sondern dort wird sukzessive seit Jahren weibliche Mitarbeiter gemobbt, ausgenutzt, ausgequetscht, also gefoltert im Prinzip schon, mit unlauteren Mitteln zum Arbeiten gezwungen. Das heißt, da kriegen Grafiker und Designer, und das sind Leute, die arbeiten an den Games, die wir spielen, an Black Ops 4, an Cold War, an World of Warcraft. Die werden
sukzessive von den Abteilungsleitern so lange unter Druck gesetzt, bis sie irgendwann an dem Punkt sind, wo die Abteilungsleiter sagen, du hast jetzt die und die Aufgabe. Wenn du das in den nächsten 19 Stunden nicht schaffst, kriegst du halt kein Gehalt diesen Monat oder wirst rausgeschmissen. Und das bei einem Unternehmen wie Activision, wo wir von, ich weiß nicht, wie viel hat Bobby Kotick sich hast auszahlen lassen gerade? Das war doch irgendwas mit 1,5 Milliarden oder irgendwie sowas oder 500 Millionen. Also ein Unternehmen, was Milliarden Umsätze jedes Jahr macht, behandelt die Frauen auf der Arbeit, aber auch männliche Kollegen sind Opfer geworden, wie, ich weiß gar nicht, in manchen arabischen Ländern, wo noch der Glaube sehr, sehr hart ans Mittelalter angleicht, verhalten sich manche Männer auch so. In Indien zum Beispiel gibt es Teile von Indien, da ist vor kurzem eine Frau von mehreren Männern im Bus vergewaltigt worden und wurde von der Stadt verklagt, weil sie in ihrer Ehe mit anderen Männern Geschlechtsverkehr hatte. Sie wurde vergewaltigt, das war jetzt kein freiwilliger Akt von ihr. Und die ist angezeigt worden zu Schlägen mit einer Peitsche, obwohl sie vergewaltigt wurde. Und so wie dort, so werden die Mitarbeiterinnen bei Activision auch aktuell behandelt. Leute, ich zeige euch das jetzt einmal. Passt mal auf. Es gibt hier einen Artikel. Wenn ihr euch außerhalb des Streams über diese Sachen informieren wollt oder die Artikel lesen wollt, die sind alle auf meinem Discord, Ronny war das vorhin, glaube ich, im Community-Chat, im Discord verteilt. Ihr könnt also in den Discord kommen und könnt die alle abrufen. Und hier ist der, den ich euch einmal vorlesen wollte. Eine Belästigung, Bericht, Gerichtsprozess. Eddie hat dazu ein Video gemacht, das könnt ihr euch auch gerne angucken. Ich möchte jetzt aber nicht, dass irgendjemand sich die Meinung, die sich vielleicht gerade bildet, vorgeben lässt, weil wir uns jemanden angucken, der seine Meinung schon äußert. Eine, in Anführungsstrichen, witzige Sache. Der Börsenkurs von Activision ist seit der letzten Woche von, eine Aktie hat einen Wert von knapp 85 Euro gehabt. Wir sind innerhalb von einem Tag auf um 8% gesunken. Das war Rekordwert dieses Jahr für eine Aktie. Und mittlerweile ist sie nur noch bei 71,10 Euro. Jede einzelne Aktie bei Activision ist zu letzter Woche um die 14 Euro weniger wert. Was natürlich bedeutet, nicht nur der Image-Schaden, Leute. Das Hauptgruppenstudio, was durch diese Vorwürfe betroffen ist, ist das gesamte Studio, was an World of Warcraft arbeitet. Das gesamte Game World of Warcraft, was ja gerade neu gemacht wird, liegt auf Eis. Und Riot Games hatte solche Probleme. Riot Games hat sich aber damals externe Hilfe geholt, um dieses Problem zu beheben. So, hier. Das California Department of Fair Employment and Housing, also das Department, was dafür zuständig ist, dass dort faire Arbeitsbedingungen herrschen, Gleichberechtigung, fairer Umgang, verklagt Activision Blizzard unter anderem wegen der Diskriminierung seiner weiblichen Mitarbeiter, die 20% des Teams ausmachen. Von 5 Leuten sind 4 Männer und die 5. ist die Frau. Und wenn du die alle nebeneinander stellst, sind das die Betroffenen. Diese sollen häufiger Opfer sexueller Belästigung sein, werden ungerecht bezahlt, ihnen Chancen auf Beförderung verwehrt und sind Opfer von Kündigungen und öfter Opfer von Kündigungen als ihre männlichen Kollegen. Die Details zum Start des Gerichtsprozesses, das startet jetzt, das Department hat zwei Jahre lang Beweise gesammelt. Und wenn so ein Unternehmen nach 2 Jahren vom Staat verklagt wird, kann keiner mehr sagen, da weiß doch gar keiner, ob da wirklich was war. Die machen das nicht 2 Jahre und stellen Klage, wenn sie nichts gefunden haben. So. Das Klima in der Firma soll einer Fratboy-Culture gleichen. Männliche Mitarbeiter sammeln sich zum Alkoholtrinken und grasen die Arbeitsplätze weiblicher Mitarbeiter ab, um diese zu belästigen. Normaler Arbeitstag. Ihr sitzt an eurem Schreibtisch, knallt euch die Tequila-Flasche rein, geht zu euren beiden Kumpels, lauft zu eurer 4. Kollegin, die da hinten gerade an irgendwas für World of Warcraft sitzt, und fangt an, sie zu belästigen, an ihren Haaren zu ziehen,
zu versuchen, ihren BH zu öffnen, ein bisschen grapschen tut ja keinem weh. Ich meine, wenn wir Männer so eine Frau anfassen, das ist doch für die Frau eine Ehre. Die soll sich doch nicht so anstellen. Das ist die Gedankenkultur der Mitarbeiter dort. Und so eine Gedankenkultur, dass man mal einen davon in der Firma hat, der geistig krank ist, das kann passieren, die können das kuschieren. Aber dass es massenweise passiert, das ist nicht darauf zurückzuführen, dass sie plötzlich behindert geworden sind, sondern das fängt ganz oben an und geht ganz unten weiter. Und ich werde euch gleich noch ein bisschen dazu erzählen, Leute, dass Activision Bobby Kotick als Verantwortlicher, unsere Hassfigur im Gaming, wusste von all diesen Anschuldigungen, hat seine Vertrauten als Schlichtungsstellen engagiert, dass die im Betrieb in den Gruppen für Ruhe sorgen. Und wisst ihr, was die Schlichtungsstellen gemacht haben, als sie von den Vorwürfen erfahren haben? Ratet mal. Da fallt ihr vom Stuhl. Was haben die Leute, die extra dafür bezahlt worden sind, die Probleme anzugehen, getan? Die SM2-Devs haben Fragen von mir bekommen und ich habe Antworten bekommen. Ich sage euch, was die Schlichtungsstellen getan haben. Die haben die Vorwürfe, die schriftlichen, genommen, haben freitags, wenn die so Gruppensitzungen haben, haben mit Namen von den Frauen, die sich beschwert haben, diese Beschwerden an das Board gepinnt und haben sich mit den anderen Kollegen darüber lustig gemacht. Da sind Frauen gewesen, die gesagt haben, meine Kollegen haben versucht, mir an meine Muschi zu fassen. Also, die haben versucht, mir in mein Höschen zu fassen. Und die Leute haben das an diesen Schlichtungsstellen aufgenommen, angepinnt und haben sich vor versammelter Mannschaft über diese Beschwerden mit den Namen, mit ihren Kollegen lustig gemacht. Und das ist nicht nur in den Gruppen von World of Warcraft passiert, sondern Activision übergreifend. Stellt euch bitte mal vor, Leute, auch wenn viele von euch Männer sind, aber ihr werdet das auch stellt euch das bitte vor. Ihr seid auf der Arbeit, ihr seid auf euren Job angewiesen. Ihr braucht das Geld für eure Familie, ihr habt ein Kind, einen Freund, irgendwas. Und ihr sitzt da und da kommen so richtig eklige Typen oder Frauen und grapschen euch an und machen das täglich. Und ihr wendet euch an denjenigen, der für euch verantwortlich ist, damit ihr eure Beschwerde an die Verantwortlichen tragen könnt. Und die machen sich lustig über euch und sagen, selbst schuld. Wenn du Möpse hast, wenn du eine Muschi hast, wenn du einen Arsch hast, na klar fassen die dich an, was fällt dir auch ein? Ganz ehrlich, Leute. Also mir fehlen seltenst die Worte. Ihr kennt das. Mir fehlen die. Aber das? Und das haben die Frauen dort über Monate über sich ergehen lassen. So, jetzt geht's hier weiter. Frauen sollen die Aufstiegschancen verwehrt werden, weil sie ja schwanger werden könnten. Mütter, die sich im Stillzimmer um ihre Neugeborenen kümmern, werden aus den Räumen geworfen, damit dort Meetings abgehalten werden können. Mütter, die ihre Kinder von der Tagesbetreuung abholen müssen, werden dafür kritisiert. Ich meine, das ist implementiert worden, damit Frauen mit Kindern bessere Arbeitschancen haben. Männliche Mitarbeiter spielen tagsüber Videospiele, während die wichtigen Aufgaben auf die Kolleginnen abgewälzt werden. Dabei sollen nicht selten sexuelle Witze gemacht und sich über Vergewaltigung lustig gemacht werden. Der Bericht hebt einen Fall hervor, bei dem sich eine Mitarbeiterin auf einem Ausflug mit ihrem männlichen Vorgesetzten das Leben genommen hat. Die Polizei fand bei besagtem Mitarbeiter Sexspielzeuge und Gleitgel, was er für den Trip mitgenommen hat. Vorgesetzter, Angestellte, ihr fahrt mit eurer Kollegin irgendwo zu einer geschäftlichen Reise, habt nun mal ein Hotel und nehmt erstmal ein Dildo und Sexspielzeug mit, weil ihr genau wisst, der Alten verpasse ich's. Ob sie will oder nicht, ist ja scheißegal. Bei mir im Unternehmen darf ich sowas. Also, bei denen, nicht bei mir.
Die Verstorbene war zuvor Opfer von sexueller Belästigung in der Firma geworden, als Nacktfotos von ihr im Büro, hatte ich schon erzählt, geteilt wurden. Mitarbeiterinnen im World of Warcraft Team berichten, dass Angestellte und Vorgesetzte sie immer wieder anbaggern würden, unangemessene Kommentare von sich geben und Kommentare zur Vergewaltigung ablassen. Wir reden von einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, Jungs. Wir reden von einem Unternehmen, was Spiele für Kinder herstellt. Also Spiele für Kinder, für dich, für mich, für uns. Und wisst ihr, solche Berichte hört man ja tatsächlich öfter mal von verschiedensten Firmen, dass es da einen Mitarbeiter gibt, der sich versuchte Vergewaltigung, all sowas. Aber wie häufig habt ihr denn sowas mitbekommen? Und es war eigentlich der Kern des Unternehmens. Also seit einer Woche gehe ich dieses Thema durch und ich versuche die ganze Zeit zu verstehen, wie es genug Leute geben kann, die da mitmachen, damit das nicht schon früher rausgekommen ist. Fusion spricht es an. Da wundert es doch auch nicht mehr, dass all die Spiele, die von Activision Blizzard seit 2, 3, 4 Jahren kommen, immer schlechter werden. Nicht nur Call of Duty als Franchise, sondern auch andere Spiele. Die Leute, die dort für die Arbeit zuständig sind, sind ja anscheinend mehr damit beschäftigt, Frauen zu drangsalieren und zu vergewaltigen und als Objekte anzusehen, als ihrem Job nachzugehen. Und Bobby Kotick und seine Co-Chefs, grüß dich Max, haben ja gar kein Interesse daran, irgendwas zu ändern, weil deren Portemonnaies ja weiterhin gefüllt werden, weil sie unter anderem mit Skill-Based Matchmaking ja ein System gefunden haben, bei dem man die Leute abzocken kann, die von solchen Berichten auch gar nichts mitbekommen. Aber der Artikel geht weiter, pass auf. So, da. Im Prozess wird besonders der ehemalige Senior Creative Director Alex Afrasiabi hervorgehoben, der 2020 die Firma verließ. Ihm werden mehrere sexuelle Belästigungen hervorgeworfen. Senior Creative Director, das ist in so einem Unternehmen der, der über allen kreativen Köpfen sitzt. Als der ist vielleicht zwei Stufen unter Bobby Kotick. Auf Firmen-Events wie der BlizzCon soll er Frauen immer wieder gesagt haben, er wolle sie heiraten, sie versucht haben zu küssen und seinen Arm um sie gelegt haben. Andere Mitarbeiter mussten dazwischen gehen, um ihn abzuhalten. Es ist das Letzte, wenn ihr eine Frau so eklig anmacht, weil ihr der Auffassung seid, ihr seid sowieso der geilste Typ der Welt und die Frau sollte sich doch glücklich schätzen, wenn du ihr was Geiles ins Ohr flüsterst. Das ist eklig, aber das ist eine Stufe. Die höchste Stufe ist doch, wenn du der Frau ins Ohr flüsterst, ich werde dich gleich vergewaltigen, und zu ihr gehst und versuchst, also er hat es versucht, Leute. Er musste zurückgehalten werden, während Kollegen da waren, um diese Frauen nicht anzufassen. Wie vergiftet kann diese Unternehmenskultur denn sein, dass alle Beteiligten dort das akzeptieren, weil sie denken, das ist ja normal hier. Als Firmenchef, Leute. Ein Firmenchef. Afrasiabi war in so viele sexuelle Belästigung verwickelt, dass seine Suite während Events die Cosby Suite genannt wurde. Davon gibt es auch ein Bild, das kann ich euch zeigen. Jetzt fragt ihr euch Cosby Suite. Bill Cosby, den kennt ihr alle 100%. Das ist dieser Mensch hier. Aus jeglichen TV-Serien.
ist vor kurzem wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs an Kindern, Kollegen, Mitarbeiterinnen und sonst was verklagt worden oder angezeigt worden. Und diese Bill Cosby Suite, da haben die ein Bild zugemacht, weil sie es witzig fanden, dass Bill Cosby ja der Vergewaltiger ist, der er nun mal ist, und haben dann, weil sie es cool fanden, da in der Suite von ihm, wartet mal, ich mache mich mal hier zur Seite. Moin Blackie, da. Guckt euch das mal an. Die fanden das so geil und die fanden den Vergleich so geil, dass die auch wie so ein berühmt-berüchtigter Vergewaltigter intern angesprochen werden, dass sie in der Suite von dem, der 2020 letztes Jahr das Ganze verlassen hat, so ein Bild gemacht haben mit der Figur Bill Cosby, der zu dem Zeitpunkt schon verklagt war, und haben sich dafür gefeiert. Hier, das ist auch geil. Das hier, Freunde, ist die interne BlitzCon Crosby Crew. Das sind die verantwortlichen Mitarbeiter und Vorgesetzten von Activision, die sich daraus einen Spaß gemacht haben. Dave Kosek, einer der Verantwortlichen, immer noch Mitarbeiter bei Activision. Ich werde die ganzen heißen Chicks zusammensammeln für den Gangbang. Alex, Afrasiabi, bring sie her. Corey Stockton schreibt an Greg, bist du auch dabei? Dave sagt, du kannst nicht alle davon heiraten, Alex. Alex sagt, ich kann, ich bin der Mittlere Osten. Jesse McCree sagt, du hast Ficken falsch geschrieben. Greg Street sagt, in der Hilton Bar. Jesse McCree sagt wiederum, komm hier zum, und mehr kann ich da leider nicht lesen. Das sind Hauptverantwortliche, Vorgesetzte, Mitarbeiter in einem Unternehmen für andere Menschen zuständig. Und all diese Sachen, die jetzt an die Öffentlichkeit kommen, hat dieses Department über 2 Jahre lang gesammelt. So, ihr wollt wissen, wer hier was ist? David Kosek, den haben wir doch gerade eben in der Nachricht gesehen, richtig? Das ist der hier auf dem Bild. Corey Stockton, das ist der in der Mitte. Den haben wir auch in den Nachrichten gesehen hier. Greg Street, für Riot Games verantwortlich. Riot Games ist auch damals schon am Arsch gewesen. Das ist er hier. Alex Afrasiabi, Blizzard-Chef. Da! Jonathan Leacraft, das, was wir nicht ganz lesen konnten. Auch mit am Start. Und Jesse McCree, auch von Blizzard. Ja, wartet, der ist ja auch am Start. Wisst ihr, was ich so krass finde an dieser gesamten Geschichte eigentlich? Und wir werden gleich im Artikel noch weiterlesen, aber ich finde, wir sollten da, und Leute, es kann heute ein bisschen länger dauern, ich finde aber, das ist wichtig. Und wenn einige von euch sagen, sie wollen jetzt unbedingt beim Zocken zugucken, wir werden nachher noch ein bisschen zocken, aber das Thema liegt mir jetzt einfach so hart auf dem Herzen, dass ich da drüber sprechen möchte einmal mit euch. Und Eddie hat vorhin getweetet, sowas wie, also Kugelmagnet Eddie, wie kann es sein, dass kein großer Content Creator, was COD angeht, dieses Thema behandelt? Kein einziger. Sind ja alle Partner von Activision. Man beißt doch nicht der Hand, die einen füttert, da rein. Oder habt ihr schon einen großen Content Creator in Deutschland gesehen, der sich dem Thema annimmt? Nein. Die Arbeit machen wir kleineren oder mittelgroßen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich würde jetzt Eddie und mich ungefähr auf eine Stufe setzen. Keinen einzigen habe ich gesehen. Kein Haptic. Ja, Mantel AD ist sowieso ist auch kein großer, aber kein Haptic. Elotrix auch nicht, den ich sehr, sehr schätze einfach.
Also Fantu Massi habe ich gesehen. Massi hat sich dazu geäußert. Den würde ich auch zu den größeren zählen. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe so meine Themen mit Haptic oder so. Ja, Reapers, Monte, Trimax. Ich habe meine Probleme mit Haptic, mit der Art, wie er ist. Und da fällt es mir einfacher bestimmt zu sagen, guck mal auf den. Und ich will gar nicht auf irgendeinen zeigen. Aber Elotrix zum Beispiel, den schätze ich unglaublich viel, weil ich den unglaublich sympathisch und cool finde. Und ich finde es schade, dass ich von gar keinem der Leute, die durch diese COD-Franchise groß geworden sind, auch nur ein Wort zu dem Thema höre. Nur ein einziges Wort. Auf der anderen Seite, ich habe auch keine Lust mehr, mich als Moralapostel hier jedes Mal herzustellen, solche Dinge anzusprechen. Und immer bin ich der Vollidiot am Ende des Tages, der sich wie Eddie mit den dümmsten Kommentaren rumschlagen muss. Trotzdem, vielleicht nicht mitbekommen, Fusion. Du willst mir doch nicht erzählen, dass keiner von den Content-Creatern von ihrem Partner Activision das nicht mitbekommen hat. Wenn du mir das erzählen willst, dann kannst du gleich mit der Zunge deinen Ellbogen anlecken. Kannst du mal versuchen. Das hat also jeder, der in der Gaming-Szene als Content-Creator da ist, weiß über das Thema mittlerweile. Aber schaut mal, wir gehen nochmal zum Artikel. Auf Twitter, Leute, geht das hin und her, das hat jeder mitbekommen. Nein, ich habe keinen dieser Content-Creator gefragt, warum nicht, nachdem ich die Spendenaktion mit euch durchgezogen habe und der einzige Content-Creator, Hanky, war, der sich daran beteiligt hat, um eine Unterschrift zu sammeln, habe ich die gesamte Hoffnung, dass irgendeiner dieser Content-Creator sich um irgendetwas auf der Welt schert, außer um seinen eigenen Kontostand, komplett abgehakt. Und deswegen mache ich dieses Business hier auch knallhart genauso, wie ich es bisher gemacht habe. Nämlich so, wie ich das möchte, auf meine Art, mit der Hilfe von euch als Community, mit der Hilfe von meinen Moderatoren, die hier auf Twitch einen unglaublichen Job machen, und werde nirgendwo angekrochen kommen, werde nicht einen Schwanz da draußen fragen, ob er nicht in irgendeiner Art und Weise Interesse an irgendeiner Zusammenarbeit hat. Und ich pfeife auch drauf, ob da irgendeiner ist, der irgendwann mal sagt, guck mal bei Sheppy vorbei, der ist cool. Die können mit ihren scheiß 5000 Zuschauern alle mir am Arsch vorbeigehen. Ich hole mir meine Zuschauer selber, weil ich meinen Content mache. Ich habe eins festgestellt, Leute, was Content Creator angeht. Mittlerweile bin ich ja in einer Größe, wo ich auch einfach automatisch Kontakte mit anderen knüpfe. Größer, kleiner. Jeder in diesem Business hat eine Sache im Kopf. Hoffentlich stimmt mein Kontostand. Die können mich alle am Arsch lecken. Da werde ich keinen fragen, warum er sich dazu nicht äußert. Das Bild habe ich mir gerade schon selbst gemacht. Aber pass auf. So, das hatten wir. Afria war in so viele, dass sie die Cosby Suite genannt wurde, nach dem verurteilten Vergewaltiger Bill Cosby. Präsident J. Allen Bragg soll mehrfach Gespräche mit Afrasiabi über sein Alkoholproblem und das zu freundliche Verhalten gegenüber Frauen gehabt haben, aber immer ohne Folgen. Dieses Problem ist kein einmaliges gewesen, sondern wurde über Jahre und Jahre verschwiegen unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Hauptsache, es merkt keiner. Afrasiabis Verhalten besserte sich danach nicht. Er nahm Mitarbeiterinnen immer wieder bei der Hand, berührte ihre Genitalien und lud sie zu sich auf sein Hotelzimmer ein. Bitte was? Wenn ich bei mir auf der Arbeit, stellt euch das mal vor, bei mir auf der Arbeit, ich habe 8 Kolleginnen, weiblich, meinem Alter bis älter. Stellt euch mal vor, ich gehe morgen im Büro zu meiner Kollegin ... setze mich auf den Stuhl neben sie und fasse ihr erstmal schön unter das Höschen. Und guck sie an und sagt, ja, und heute Abend werde ich dich vergewaltigen.
und gehe dann zu mir ins Büro zurück, weil ich weiß, ist doch völlig egal, ob ihr das gefällt oder nicht. Mir gefällt das. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das sind Zustände, das hat ja nichts mehr mit einer Belästigung zu tun. Das ist ja geistig gestört und krankhaft. Ganz abgesehen davon, dass das eine unglaubliche Straftat ist. Auch Rassismusvorwürfe stehen während des Gerichtsprozesses im Raum. Eine afroamerikanische Mitarbeiterin musste 2 Jahre warten, bis sie zu einer vollwertigen Mitarbeiterin ernannt wurde, während Kollegen, die nach ihr kamen, früher befördert wurden. Wenn sie Urlaub nehmen wollte, musste sie ihrem Vorgesetzten auf einer Seite in Textform beschreiben, wie sie ihre Auszeit nutzen würde. Psychospielchen. Männliche Mitarbeiter wurden nie zu so einem Urlaubsreport aufgefordert. Ist übrigens in den Vereinten Nationen nicht erlaubt, in keinem Land der Welt. Deine Freizeitbestimmung ist dein Recht deiner Selbstentfaltung. Das steht bei uns in Deutschland im Grundgesetz. Keiner von euch ist seinem Chef verpflichtet, schriftlich zu erklären, was er denn in seinem Urlaub vorhat. Kein einziger hat das Recht, euch zu fragen, was ihr denn eigentlich machen wollt. Euer Chef kann euch fragen, aus Interesse, wenn ihr ein gutes Verhältnis habt. Oh, cool, Urlaub, klar, was hast du ein schönes vor? Aber ihr müsst darauf nicht antworten, Jungs. Moin, Pico, mein Bester. Moin, Dark. Müsst ihr euch mal vorstellen. Weil sie schwarz war. Weil sie eine Afroamerikanerin war. Und ihr wisst, Leute, ich bin hier wahrscheinlich einer der größten Verfechter von Gleichberechtigung von Deutschen, Türken, Russen, Polen, Schweden, Weißen. Ich sag's so oft im Stream. Ob Chinese, ob klein, ob groß, ob Mann, ob Frau. Ist mir scheißegal. Ich habe in meinem Büro, in meiner Firma 8 verschiedene Frauen, verschiedenen Alters, aus 4 verschiedenen Ländern. Meint ihr, ich bewerte auch nur eine einzige danach, ob sie Türkin ist oder Russin oder Polin oder... Das ist mir scheißegal. Ich hatte als Liebesbeziehung eine Freundin, eine Türkin, eine Serbin, ich hatte Deutsche, ich hatte so eine Halbpolin, ich hatte, ja, die Serbin habe ich genannt, ich hatte eine Griechin, ich hatte eine nicht ganz schwarze, das ist einfach nicht mein Typ, aber eine schon dunklere. Und das Witzigste ist, Leute, es gibt hier Leute, die mir vorwerfen, frauenhassender Rassist. Muss ich mir vorstellen. Ich finde ich spannend. Ist spannend. Kann man machen. Meistens kleine Butschis, die sich dann an euch rauf oder hochziehen wollen. Aber das hier? Krank. Während ihre Kollegen Videospiele spielten, wurden sie hingegen ständig kontrolliert und jede kleine Pause und Spaziergänge zwischendurch begutachtet. Ihr müsst euch vorstellen, in den USA, gerade bei diesen Unternehmen, ist es häufig so, dass die Apple hat das ganz groß, so einen großen grünen Park vor der Tür haben. Und dort sind die Pausenzeiten ganz anders geregelt als bei uns. Also bei uns ist ja so eine typische Mittagspause, 30 oder 60 Minuten. Du gehst aus dem Büro, gehst zum Bäcker, holst dir ein Brötchen, gehst zu Edeka einkaufen, setzt dich in die Sonne, sonst was. Dort haben die richtige Grünanlagen, wo die fast in einem Park können. Das soll, und das ist cool, helfen dabei abzuschalten, mal den Kopf frei zu kriegen. Da sind die beobachtet worden, Leute. Beobachtet und verfolgt worden, damit die gucken, was die in ihrer Pause jetzt eigentlich veranstaltet. Ja, Benji, das mit 72 Euro. Ich bin bei dir. Für das Unternehmen haben wir alle Leute hunderte Euro schon ausgegeben. Für Call of Duty, für Ingame-Käufe, für World of Warcraft, für... Ihr könnt hunderte Spiele nennen, Activision hat seine Finger mit drin. Aber machen wir weiter. Afroamerikanische Mitarbeiterinnen wurden außerdem auf ihre negative Körpersprache hingewiesen, während männliche Kollegen in Meetings wie ein Schluck Wasser in der Kurve hingen. Müsst ihr euch mal vorstellen, da kommt euer Vorgesetzter und ihr seid dunkelhäutig. Und der sagt zu euch, weil du schwarz bist und
Liebes Twitch-Team, wehe, ich kriege dafür einen Strike. Ich werde es jetzt überspitzt aus der Sicht dieses Menschen formulieren. Stellt euch vor, die sitzen da und sagen, so Braut, du bist zwar Nigger-Vibe, das ist aber mir egal, ich weiß, deine Körpersprache sich ändert. Leute, in welchem Zeitalter sind wir denn damit? Also, in welchem Zeitalter sind wir denn? Das sind Menschen, über die wir da sprechen. Das sind Menschen, die dort arbeiten, die dort... Die eine Funktion doch erfüllen. Die haben doch einen Arbeitsvertrag. Die sind doch aus dem Grund da. Da komme ich nicht drauf zurecht. Wie muss sich denn jemand fühlen, der nun mal mit einer schwarzen Hautfarbe geboren ist, wenn der so attackiert wird? Ich meine, ich kann doch meine Hautfarbe auch nicht ändern. Die ist nun mal weiß oder hell oder braun oder wie ihr es nennen wollt. Alter, es ist echt harter Tobak, Leute. Echt auch für mich. Ich habe schon vieles gesehen und erlebt. Die Firma, die immer wieder ihre Diversität in den Vordergrund rückt, steht mächtig unter Beschuss. Die offizielle Stellungnahme von Activision Blizzards Pressesprecher ist folgende. Notice, die Pressemitteilung kam nicht mal 24 Stunden, nachdem es öffentlich wurde. Also unglaublich schnell eigentlich. We value diversity and strive to foster a workplace that offers inclusivity for everyone. Wir fördern die Vielfältigkeit unserer Mitarbeiter. Wir wollen, dass wir ein tolles Arbeitsklima haben, grob übersetzt. There's no place in our company or industry or any industry for sexual misconduct or harassment of any kind. Nirgendwo in der Gaming-Industrie und schon gar nicht bei uns gibt es irgendwo einen Platz für sexuelle Belästigung, Fehlverhalten und sonstiges. Sagt der Pressesprecher. Nachdem wir jetzt ja nun die Beweise gesehen haben, dass selbst Bobby Kotick davon Bescheid wusste. Was ist das für eine Pressestellung? Was ist das für eine Stellungsnahme? Also eigentlich sagt er doch in den ersten zwei Sätzen, das was da erzählt wird, das hat mit uns ja gar nichts zu tun. We take every allegation seriously and investigate all claims. Wir nehmen alle Anschuldigungen super ernst und untersuchen jede Anschuldigung einzeln. In cases related to misconduct, action was taken to address the issue. In Fällen von solchen Fehlverhalten haben wir reagiert. Haben die? Warum hat sich die arme Frau denn das Leben genommen? Warum gibt es mittlerweile über 130 nachgewiesene sexuelle Übergriffe? Wo kommen die denn her, wenn die was dagegen getan haben? Ist ja vielleicht an uns vorbeigegangen. Kann ja sein. Das Bild, was der, was dieses Federal Bureau da von Blizzard malt, ist nicht der Arbeitsplatz, den wir heute haben. Ist der letzte Satz davon. Also untersuchen die 2 Jahre, haben all diese Beweise und denken sich das aus? Okay. Okay. Das ist der eine Artikel dazu. Da seht ihr auch die einzelnen Ausschnitte aus dem Ganzen, was wir hier so ein bisschen übersetzt bekommen haben. Weiß man zu 1000%, dass es Selbstmord war? Ja, sie hat sich alleine in dem Hotelzimmer nachts eine Überdosis Schlaftabletten reingeknallt. Und jeder Kollege, der mit ihr befreundet war, hat ausgesagt, dass sie weder Alkoholprobleme hatte, noch ein Drogenproblem, noch sonst was. Die haben in den Fällen von sexueller Belästigung, die es ja gar nicht da gibt, richtig reagiert, genau. Und jetzt geht's weiter, Leute. Das ist ja erst der Anfang der Geschichte. Das Ganze ist also vor 1,5 Wochen circa öffentlich geworden. Die Öffentlichkeit, Twitter ist komplett ausgerastet. Natürlich, Leute, das hat keiner Ahnung. Jetzt pass auf. Zeig euch mal was. Und zwar habe ich hierzu 2, 3 Bilder. Wo sind die Bilder dazu, Jungs? Die haben wir doch vorhin extra gepostet. Ich kann sie euch sonst auch gerne auf Twitter zeigen. Es gab vorgestern eine gemeinsame Aktion aller Mitarbeiter dort. Die haben sich
zusammengestellt, über 1500 Mitarbeiter und sind am Arbeitstag aus den Büros gegangen und haben auf der Straße gegen ihre eigenen Chefs demonstriert, denn die haben bis zum gestrigen Tage immer noch verneint, dass es solche Probleme dort überhaupt gibt. 1500 Mitarbeiter. Es sind Mitarbeiter, die an Call of Duty arbeiten, die an World of Warcraft arbeiten, die an allen möglichen Sachen dort arbeiten, haben jetzt heute schon den zweiten Tag ihre Arbeit niedergelegt und gesagt, wir machen so nicht weiter. Der Börsenkurs knallt runter, komplett, zu Recht, und das Ganze nimmt jetzt erst den Lauf auf. Jetzt, wo das öffentlich gemacht wurde und viele Opfer jetzt sehen, dass auf der Welt Menschen existieren, die zuhören und ihnen helfen wollen, kommen jetzt erst dazu und legen Beweise da und legen Benachrichtigungen da und gehen an dieses Department und zeigen selber noch solche Übergriffe an. Und das geht vom kleinsten Mitarbeiter dort bis hoch zu Bobby Kotick, der für alles verantwortlich ist. Und Content Creator auf der ganzen Welt vereinen sich gerade und haben ihre Partnerschaften mit Activision gekündigt. Investoren sind abgesprungen. Tencent, Leute, Tencent besitzt mittlerweile, ich glaube, 40% von Activision, sind aktuell am Überlegen, ob sie die Anteile an Activision mit einem Schlag verkaufen. Also ich weiß nicht, wie die Zukunft von Activision aussieht. Activision und Blizzard ist beides. Meiner Meinung nach benötigt dieses Gesamt... Ja, außer die deutschen Creator. Die deutschen Creator, die mit COD in irgendeiner Art und Weise zu tun haben, tun mal wieder so, als wenn überhaupt gar nichts wäre. Weil sie alle in ihrem kleinen Kosmos leben und... Naja. Also, um hier eins klarzustellen. Kein Mann, keiner von euch hat in irgendeinem Land auf irgendeine Art und Weise das Recht, eine Frau anzufassen, wenn sie das nicht will. Keiner von euch. Jonka bewirbt ihren Coke, wie wenn nichts wäre. Ja. Kannst dir über Jonka und Haptic und diese Content Creator deine eigene Meinung bilden, in dem Fall, ihr kennt meine mittlerweile.